Ich begrüße Sie herzlich zur Veranstaltung Land unter Starkregenereignisse in Deutschland. Mein Name ist Dennis Mietzal, ich bin Lehrer am Theodor-Heuss-Gymnasium in Waltrup und ebenfalls Lehrer an der Gebrüder Grimm-Grundschule in Recklinghausen. Mit meiner Unterrichtskonzeption möchte ich Ihnen heute eine Möglichkeit vorstellen, wie man den Unterrichtsgegenstand Starkregen im Fach Erdkunde in den Nahraum der SchülerInnen holt. Ziel dieser Unterrichtskonzeption ist es, die SchülerInnen zur Bewältigung gegenwärtiger und zukünftiger Herausforderungen, insbesondere im Kontext des globalen Klimawandels und auch zum Gegenstand Starkregen, einerseits zu befähigen, aber andererseits auch zu ermuntern. Wie ich finde, ein sehr interessanter Ausgangspunkt für diese Unterrichtsplanung sind die Schülervorstellungen der Schüler, die ich vorab zum Unterrichtsgegenstand abgefragt habe. So kam beispielsweise die hier zu sehende Schülervorstellung hervor, bei der es sich um ein fehlerhaftes Präkonzept, wie man sagt, handelt, wenngleich es bereits durch die Begriffe wie Schadstoffe oder aber auch Überschwemmungen wichtige Aspekte zum Thema Starkregen beinhaltet. Dieses fehlerhafte Präkonzept gilt es dann im Laufe der Unterrichtseinheit erneut zu überprüfen und im besten Fall am Ende festzustellen, dass sich diese fehlerhafte Schülervorstellung korrigiert hat. Die Unterrichtskonzeption ist hierbei vor allem für die Jahrgangsstufen 10, 11 oder analog Einführungsphase konzipiert. Sie kann jedoch durch die Verwendung des Differenzierungsmaterials sowie einer Reduzierung der Kompetenzerwartungen auch in den Jahrgangsstufen 7 bis 9 verwendet werden. Thematisch lässt sie sich ungefähr in das Oberthema Lebensgrundlage Wasser einordnen und bietet dabei aber auch zahlreiche Möglichkeiten für einen fachübergreifenden und fächerverbindenden Unterricht, beispielsweise mit den Fächern Biologie oder Chemie. Ebenso kann diese Unterrichtskonzeption mit dem Besuch des außerschulischen Lernorts, des Schülerlabors der Ruhr-Universität Bochum kombiniert werden, bei dem es vor allem um das Thema Klimawandel findet statt geht. Maßgeblich für die didaktischen Entscheidungen dieser Unterrichtskonzeption sind die übergeordneten Ziele 3, 9, 11 und 13 einer Bildung für nachhaltige Entwicklung. Die Unterrichtseinheit gliedert sich dabei in zwei Sequenzen. In der ersten Sequenz geht es vor allem um die schwerpunktmäßige Förderung der Sachkompetenz zum Thema Starkregen. Hier werden zunächst die Wissensgrundlagen anhand der Auswertung von Niederschlagsdiagrammen, von Videoausschnitten und beispielsweise auch von Karten genutzt, sodass den SchülerInnen die möglichen Ursachen und Folgen von Starkregenereignissen in Deutschland bekannt sind. Die Unterrichtssequenz beginnt dabei mit einem problemorientierten Einstieg. Dieser geschieht am Beispiel zweier Niederschlagsdiagramme der Klimastation Wuppertal-Haardt. Das linke Niederschlagsdiagramm zeigt dabei die durchschnittliche Niederschlagsmenge im langjährigen Monatsmittel und das rechte Niederschlagsdiagramm die Niederschlagsmenge am 29.05.2018 in dieser Station. Und hierdurch soll ein kognitiver Konflikt ausgelöst werden. Eine erste Analyse dieser beiden Diagramme sollte nämlich ergeben, dass am 29.05.2018 innerhalb von 2 Stunden mit 100 Millimetern mehr Niederschlag gefallen ist als durchschnittlich im gesamten Monat Mai der Jahre 2011 bis 2018. Mit der sich daran anschließenden Auseinandersetzung mit einem Zeitungsartikelausschnitt wird zum einen der Unterrichtsgegenstand Starkregen konkret benannt und ergänzend auch bereits schon die Folgen, ebenso wie die thematische Einbindung des Aspektes des Klimawandels. Ergänzende Leitfragen, die sich daraus ergeben, könnten da zum Beispiel lauten, welche Folgen haben Starkregenereignisse oder aber auch in welchem Zusammenhang stehen Starkregenereignisse und der Klimawandel. Die Erarbeitung der Ursachen und Folgen von Starkregenereignissen erfolgt dabei arbeitsteilig in Form von materialgestützten Videoanalysen, von Ausschnitten der Wissensdoku-Reihe von Quarks, die unter deren Zunahme von Lückentexten in den Anforderungsbereichen vereinfacht werden können. Die
Vertiefung der Folgen von Starkregenereignissen erfolgt dann am Beispiel wiederum des Starkregenereignisses vom 29.05.2018 in Wuppertal durch die Methode Wo ist was möglich, bei der die SchülerInnen Bilder und Videos zu überschwemmten Straßen und einem umgestürzten Tankstellendach begründet in eine topografische Karte Wuppertals verorten sollen. Die sich daran anschließende zweite Sequenz der Unterrichtseinheit fokussiert nun die schwerpunktmäßige Förderung der Handlungskompetenz. Die SchülerInnen sollen dabei kriteriengeleitet Anpassungsmaßnahmen entwickeln, um das Überschwemmungsrisiko bei einem Starkregenereignis auf ihrem eigenen Schulgelände zu verringern und diese anschließend kritisch bewerten. Dafür erfolgt zunächst eine Kartierung der Oberflächen auf dem eigenen Schulgelände, die beispielsweise mit Hilfe einer OpenStreetMap, die bestenfalls in A3 oder aber auch digital zur Verfügung gestellt wird, bei der die SchülerInnen zunächst die Versiegelungstypen, die Flussrichtung des Oberflächenwassers und aber auch die Standorte von Niederschlagseinläufen notieren sollen. Anschließend geht es ausgehend von Kriterien in Gruppenarbeit eine Starkregen angepasste Version des Schulgeländes zu erstellen. Mögliche Kriterien könnten dabei lauten, wie effektiv ist die Version bei einem Starkregenereignis, wie gut umsetzbar, also zum Beispiel die Kosten, oder aber auch wie praktikabel und funktional sind diese ergriffenen Maßnahmen der einzelnen Gruppen. Nachdem die SchülerInnen eine Starkregen angepasste Version des Schulgeländes erstellt haben, das kann beispielsweise auch sehr gut auf iPads oder anderen digitalen Endgeräten geschehen, sollen sie diese präsentieren und sich gegenseitig im Hinblick auf die Kriterien kritisch bewerten. Meine Erfahrung zeigt dabei, dass hier wirklich sehr gelungene und kreative Ergebnisse entstehen, die ausgiebig von den SchülerInnen diskutiert werden. Mitunter sind die Versionen sehr effektiv bei Starkregenereignissen. Zum Beispiel alle Flächen werden konsequent in Rasenflächen umgestaltet. Allerdings stellt sich dann häufig sehr schnell raus, dass sie nicht so praktikabel sind, da beispielsweise die SchülerInnen dann bei leichten Regenfällen in den Pausen im Matsch stehen würden und nasse Füße bekommen würden. Die SchülerInnen kommen dabei aber auch auf sehr kreative Ergebnisse und funktionale Ideen. Zum Beispiel, wie es eine Version an der tiefsten Stelle des Schulgeländes einen Skatepark-Pool aus, der im Normalfall zum Skateboardfahren genutzt werden konnte, aber bei einem Starkregenereignis als Regenrückhaltebecken genutzt werden könnte. Die starkregenangepassten Versionen bieten am Ende auch eine Möglichkeit, ihre SchülerInnen aktiv zu werden. Das heißt, ihre Versionen beispielsweise in der Stadtplanung oder bei der Schulleitung vorzulegen und diesen zu zeigen, dass mitunter Gefahren bestehen und Handlungsbedarf besteht und diese Ideen aktiv mit einzubringen. Ja, meinen Vortrag möchte ich letztendlich mit einem Zitat von Comenius beenden, der Sie als Lehrkräfte dazu ermuntern soll, möglichst häufig mit Ihren SchülerInnen nach draußen zu gehen und sie die Dinge mit eigenen Augen betrachten zu lassen. Ganz häufig finden sich bereits im direkten Nahraum der Schule auf dem Schulgelände gewinnbringende Möglichkeiten zum Entdecken, Anwenden und Lernen. Ich bedanke mich hiermit für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.